Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier bei uns auf unserem YouTube-Kanal dabei seid. Ich und Christoph, der heute hinter der Kamera steht, haben uns mal vorgenommen, euch heute drei Möglichkeiten zu zeigen, wie ihr eure Musik von eurem Smartphone auf euer Fahrzeug bekommt bzw. dort hören könnt. Und ja, wir steigen ins Fahrzeug. Ich habe das Ganze hier vorne schon mal vorbereitet und dann geht's direkt los. Ja, wir merken gerade, hier drin ist es etwas dunkel, aber wir haben ja so einen super Drücker hier. Dann fahren wir jetzt erst einmal nach draußen. Tada! Da bin ich! So. Ich denke, hier vorne müsste es schon reichen, dass wir einfach nur ein bisschen mehr Licht hier drin haben. Wir beginnen mit Möglichkeit Nummer 1 und das ist meiner Meinung nach auch die gängigste Lösung oder das, was am meisten von den Kunden letztendlich genutzt wird. Und zwar ist das Bluetooth Audio Streaming. Dafür müsst ihr nichts weiter tun, außer euer Telefon mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden. Und ja, die ganzen Bluetooth Media Streaming Sachen sind dann damit auch automatisch eingerichtet. Ich zeige euch mal kurz im Fahrzeug, wie ihr dazu kommt. Also Telefon verbinden nehmen wir jetzt mal raus. Wir wechseln jetzt einfach einmal auf den Punkt Media. Und gehen hier auf Medienquellen und sagen hier jetzt iPhone von Andreas. Hier oben mit dem Bluetooth-Symbol wird auch gut dargestellt. Das wähle ich jetzt einfach einmal an. Und nach kurzer Ladezeit wird hier jetzt auch der Song angezeigt. Und ich kann das Ganze jetzt auch hier über mein Telefon steuern und bedienen. Kann übers Telefon vor- und zurückschalten, kann aber jetzt auch die kompletten Bedienelemente aus dem Fahrzeug nutzen. Das heißt hier die Lenkradbedientasten oder auch unten das W-Rad. Und was jetzt beim Bluetooth Audio Streaming auch geht, ist, dass wir die Möglichkeit haben, über die Suche hier vorne, ich zeige das mal, können wir jetzt hier nämlich auch nach Interpreten, Podcasts oder meine Musik, das ist quasi, was ich auf dem Telefon drauf habe, nach Alben sortiert, wie auch immer, kann man sich das alles anzeigen lassen. Ja, so viel zum Thema Nummer 1. Kommen wir nun zu Möglichkeit Nummer 2, das Media Interface. Und zwar habt ihr in der Mittelkonsole von eurem Fahrzeug, bei den gängigen Modellen zumindest, zwei USB-Anschlüsse. Einen davon könnt ihr nutzen mit einem handelsüblichen Lightning-Kabel, in dem Fall für Apple. Habe ich jetzt hier, verbinde ich jetzt quasi mit meinem Fahrzeug, mit meinem Telefon. Eine Beispielsituation dafür zum Beispiel könnte sein, ja, ihr habt einen Kumpel oder eine Freundin, die ihr bei euch im Auto mitnehmt und die möchte jetzt ganz gerne DJ spielen, dann wollt ihr nicht groß jetzt die mit Bluetooth verbinden oder ähnliches. AUX-Anschlüsse haben die Telefone heutzutage auch nicht mehr alle. Könnt ihr einfach übers Interface nutzen, funktioniert mit Samsung, mit Android-Geräten also oder auch mit iPhones, soweit alles picobello. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe das Kabel eingesteckt. Der Track läuft hier jetzt noch, wird aber quasi, hier unten kann man es jetzt auch noch sehen, über Bluetooth ausgesteuert. Was ich jetzt als nächstes mache, ist einfach, ich gehe in die Medienquellenauswahl und sage jetzt hier iPhone von Andreas und wähle die Kabelverbindung aus, die iPod-Funktion. Zack. Und schon habe ich quasi die Media-Interface-Funktion genutzt. Das erste oder der größte Unterschied, was uns jetzt sofort auffällt, ist das Albumcover. Ja, ich weiß nicht, ob es euch gerade eben aufgefallen ist, beim Bluetooth Audio Streaming wurde das Albumcover nicht mit angezeigt. Wenn wir jetzt hier das Media Interface nutzen, wird es mit angezeigt. Ist soweit auch ein kleiner Vorteil gegenüber vom Bluetooth. Natürlich die Soundqualität, die Übertragungsgeschwindigkeit per Kabel ist immer besser als über Bluetooth. Und ja, der dritte Vorteil, der entscheidende Vorteil, ich kann das Telefon nebenbei laden. Lösung Nummer 3 ist das Apple CarPlay bzw. Android Auto. Ist eine Sonderausstattung, ist nicht bei jedem Fahrzeug dabei. Vergewissert euch da einmal, dass ihr darüber verfügt. Die Inbetriebnahme und die Steuerung ist aber in allen Fällen identisch. Und zwar verbinden wir dafür das Telefon mit dem Kabel. Haben wir jetzt ja hier in dem Zuge schon gemacht. Und nehmen jetzt quasi im Menü, gehen wir nicht mehr über den Punkt Medien, um uns da quasi zu verbinden, sondern wir gehen über den Punkt Connect. Und hier finden wir jetzt auch den Punkt Apple CarPlay. Das Ganze öffne ich einmal. Jetzt Gerät zum Starten auswählen, per USB Andreas iPhone verbunden. Wähle ich einmal an, Apple CarPlay wird gestartet. Ich bestätige das auf meinem Telefon einmal.
dann geht es auch schon los. Ja, der Titel wird angezeigt. Ich kann jetzt hier quasi die auch wieder Play-Pause, lauter, leise, vor, zurück, Wiedergabeart ändern. Ich habe beim Apple CarPlay viel, viel mehr Funktionen, denn Apple CarPlay ist grundlegend gesagt eine Überschreibung des Telefons auf das Fahrzeug. Das heißt, wenn die App-Entwickler das bei bestimmten Apps zulassen und Apple das auch freigibt, werden diese Apps quasi übertragen und ich kann mir hier alles anzeigen lassen. Beispiel zum Beispiel, ich habe hier jetzt auf dem Fahrzeug WhatsApp mit drauf, Google Maps, meine Nachrichten und so weiter. Ja, das ist die dritte Möglichkeit. Ich wollte das ganze Thema auch nur einmal kurz anschneiden. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Apple CarPlay habt, weil ich das jetzt gerade so sehe, da könnte ich eigentlich auch noch mal ein Video drüber machen und da ein paar Sachen mehr zu zeigen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann machen wir das einfach mal nächsten Freitag. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt und wie mein Kollege Christoph sozusagen pflegt, ein Däumchen wäre ein Träumchen, ja? Also, bis nächsten Freitag. Tschüss.